Es ist wieder Destiny-Zeit. Diesmal haben wir für euch einen kleinen Guide vorbereitet. Wer es bis Level 20 geschafft hat, braucht jetzt mehr als einfach nur Erfahrungspunkte, um weiter aufzusteigen. Im Spiel selbst fallen die Erklärungen dazu leider etwas dröge aus. Aber kein Problem, wir sind ja für euch da. Deswegen kommt jetzt ein kleiner Guide für Spieler ab Stufe 20. Um weitere Level zu erklimmen, müsst ihr eigentlich nur eins tun: die Lichtpunkte eurer Rüstung erhöhen. Ein gelber Balken auf eurem Profilbanner zeigt an, wie weit ihr von der nächsten Stufe entfernt seid. Eure Ausrüstung erhält jedoch erst ab dem Seltenheitsgrad Blau die begehrten Lichteinheiten. Je seltener ein Helm oder ein paar Handschuhe, desto mehr Licht dürft ihr erwarten. Und dabei könnt ihr schon ab Stufe 1 eurem Zukunfts-Ich eine Menge Arbeit ersparen. Wenn ihr unterwegs auf dem Planeten seid, stolpert ihr immer mal wieder über unterschiedliche Sammelobjekte wie Mondblüten oder Relikteisen, die ihr unbedingt von Anfang an einsammeln solltet. Denn später braucht ihr die Materialien, um eure Rüstung zu verbessern, und das bedeutet mehr Lichtpunkte auf die einzelnen Items. Zusätzlich erspart ihr euch ab Level 20 langweilige Farming-Touren. Und wenn ihr unterwegs die Chance auf ein öffentliches Event habt, dann nehmt auf jeden Fall teil, denn für die tägliche Teilnahme landet bei euch das rare Item Aszendentenbruchstück, das ihr für die Rüstungs-Upgrades braucht. Wie schon eingangs erwähnt, braucht ihr Gegenstände, die blau, lila oder am besten gelb, also exotisch sind. Am schnellsten greift ihr das begehrte Gut in Strike-Missions ab. Hier kämpft ihr immer auf unterschiedliche Arten gegen Gegnerwellen, die stärker als in den Missionen sind, und müsst am Ende der Dungeon einen Boss besiegen. Je nach Glück und Droprate bekommt ihr was Besseres oder eventuell auch was Schlechteres als eure aktuelle Rüstung. Je höher der Level eines Strikes, desto höher ist auch die Chance auf besseres Gear. Und hier empfehle ich euch die Strike-Playlisten. Je nach Stufe meldet ihr euch für 18, 20, 22 oder 24er Strikes an. Und seit Patch 1.0.2 habt ihr in der Tiger-Playlist ab Level 24 eine erhöhte Chance auf ein legendäres Objekt. Zusätzlich erhaltet ihr in den Strike-Playlisten Vorhutmarken. Und was ihr mit denen anfangt, das verrate ich euch im nächsten Tipp. Falls ihr euch nicht auf euer Glück verlassen wollt, habt ihr die Möglichkeit, Lichtrüstung im Turm zu kaufen. Und dazu braucht ihr Vorhutmarken und den dementsprechenden Ruf. Ruf sammelt ihr beispielsweise durch Patrouillenmissionen, wobei 10 Rufpunkte pro abgeschlossene Mission schon echt mager sind. Bei den Strikes erhaltet ihr je nach Level bis zu 25 Punkte zu den Marken dazu. Eine wahre Ruf-Goldquelle sind allerdings Beutezüge, die ihr im Turm annehmt und euch mit 50 oder auch 100 Punkten pro Aufgabe belohnen. Zusätzlich habt ihr für jedes abgegebene Bounty eine Chance auf einen exotischen Waffenauftrag. Neben der Rufstufe braucht ihr aber noch die Marken. Bis zu 6 Marken könnt ihr pro Strike in der Playlist verdienen. Aber auch die öffentlichen Events auf dem Planeten lassen ein paar springen. Die sind in der Regel schwerer, winken aber dafür mit 5 Marken. Allerdings sind die Rüstungsgegenstände und legendäre Items für ca. 120 Marken nicht gerade billig. Und zusätzlich dürft ihr pro Woche nur 100 Marken sammeln. Jeden Dienstag erneuert Destiny die wöchentlichen Strikes, für die es ja kein Matchmaking gibt. Hier warten 3 Marken und 3 seltsame Münzen auf euch. Und neben den Marken sind die seltsamen Münzen eine weitere Währung, für die es richtig gute Items gibt. Die Münzen könnt ihr beim Schwarzmarkthändler Xur im Turm gegen exotische Gegenstände eintauschen. Der erscheint allerdings immer erst am Wochenende von 11 Uhr freitags bis 11 Uhr sonntags an unterschiedlichen Orten. Das war aber noch nicht alles. Zum Vorhutruf gibt es noch 3 Fraktionen, für die ihr eintreten könnt und die als Gegenleistung mit richtig guter Rüstung auf euch warten. Die Fraktionen teilen sich auf in Toter Orbit, Kriegskult der Zukunft und Neue Monarchie. Je nach Klasse könnt ihr einen Umhang, Abzeichen oder einen Reif anlegen und sammelt ab sofort Ruf für die Fraktion eurer Wahl. Hier gelten auch nicht mehr die Vorhutmarken als Währung. Nur mit Schmelztiegelmarken, die ihr im PvP-Bereich Schmelztiegel erarbeiten müsst, könnt ihr bei den 3 Fraktionen Rüstung kaufen. Wer es dann bis Level 26 geschafft hat, sollte unbedingt in den Raid World of Glass auf der Venus gehen. Hier könnt ihr mit 4 Licht ein ausgestattetes Raid-Set ergattern, das euch bis Stufe 30 katapultiert, und auch sehr seltene Materialien wie Aszendentenbruchstücke ergattern.
Wer übrigens zu viel Drehmetall oder zum Beispiel auch Geistblüten übrig hat, geht einfach zum Quartiermeister und tauscht sie ein gegen Marken und Vorrotruf. Aber seid vorsichtig, denn ihr braucht sie ja auch zum Aufwerten eurer Rüstung und auch da kann der Schein trügen. Je höher ihr kommt, desto schwieriger wird es, gute Ausrüstung zu finden. Und dabei sollte man mit Bedacht vorgehen, denn vergesst nicht, dass ihr die Rüstung noch upgraden könnt. Nehmt einfach mal an, ihr bekommt einen Helm mit 13 Lichtpunkte, habt aber schon einen mit 14 Lichtpunkten an. Euer 14er Helm ist schon bis zum Anschlag aufgewertet und der Helm mit 13 Punkten noch nicht. Hier lohnt es sich nochmal ganz genau auf die Werte zu schauen, denn meistens bringt euch der unaufgerüstete Gegenstand mit einem Lichtpunkt weniger langfristig mehr. Denkt daran, dass die Upgrades auch seltene Ressourcen verbrauchen. Es lohnt sich also immer mehr, Aszendentenbruchstücke zu verbraten, wenn ein Objekt einen hohen Basislichtwert hat. Hier mal eine kleine Übersicht. Ein seltenes, also blaues Item hat maximal 15 Lichtpunkte. Ein lilanes, also legendäres Item, allerhöchstens 27 Punkte. Außer ihr habt es in einem Raid ergattert, dann gehen die Lichtpunkte bis 30. Das wäre dann auch die höchste Stufe bei gelben, also exotischen Gegenständen. Neben der Vorhut und den vorhin genannten drei Fraktionen, für die ihr Ruf farmen könnt, gibt es in Destiny noch temporäre Events, die euch für einen bestimmten Zeitraum erlauben, für eine weitere Fraktion Ruf zu farmen, für die es dann weitere legendäre Items gibt. So lief vom 23. September bis zum 6. Oktober das Event Zorn der Königin. Durch die markierten Beutezüge sammelt ihr Missionsmarken und Ruf bei der Königin und konntet beim zeitlich begrenzten Händler legendäre Belohnungen abholen. Und mit der Marke hattet ihr Zugang zu einer Level 24 Mission, die euch ein legendäres Item garantiert. Für PvP-Fans wurde das temporäre Eisenbahner-Turnier integriert. Hier heißt es im Multiplayer für Ruf und gute Items gegeneinander antreten. Beim nächsten Event sollte Bungie allerdings nochmal Hand anlegen, denn Punkte konnten nur gesammelt werden, wenn ein Match gewonnen wurde. Ergo verließen bei einem schlechten Matchverlauf viele vor Ende der Runde das Turnier. Denkt also daran, dass sich Destiny mit weiteren Add-ons und Patches noch verändern kann. Und dass es auch mit neuen Features vielleicht neue Wege zum Lichtlevel-Cap geben wird. Wir werden euch da natürlich weiterhin auf den Laufenden halten. Jetzt erstmal viel Spaß beim Destiny-Zocken.